Jo, ihr habt wieder richtig eingeschaltet bei The Mac. Ich bin auf dem Weg zu Ferret, aka The Mac, für den vierten, fünften Teil von Will ich nicht sehen, The Mac Automobil. Und ihr habt recht. Erstmal Intro. Was willst du? Hey Muruk, komm! Entschuldigung, ja, ich habe das noch gesucht hier, dein komisches Kuhdorf. Ja, alles klar bei dir. Guten Morgen. Moin. Morgen, wie geht's? Alles klar bei dir? Ja. Fahren wir heute in deine Halle, ne? Auf jeden Fall so. Oder? Halle. Intro haben wir schon gemacht, ne? Hab ich den Leuten gesagt, wir machen The Mac 5 oder so. Mitten beim Bauen. Was sollte ich nochmal machen? Ich sollte die Sicherheitssysteme da, die Kameras einbauen heute, ja, ne? Auf oder? Jeden Fall. Also ich wollte das mit den WLAN haben. Müssen wir gucken auf jeden Fall. Warte, Alter, was ist das denn, ey? Ist so, wir sind mit 30 in der Kurve am Fahren, was ist das für ein Scheiß? Wieso? Alter, wir haben ganze Dings am Fahren, wir gehen hoch raus. Weißt du was? Was? Fahr hier rechts. Rechts? Ja, wir fahren direkt hier zum der Technics. Und dann? Wollen wir jetzt ein Fahrwerklicht? Ja klar, Mann. Mal tiefer? Ja, machen wir den tiefer. Tief. Damit noch fahren? Schön tief. Das ist fraglich. Wahrscheinlich ein Luftfahrwerk drin. Schön tief. Like this. Do it. Do it. Do it. Pop your. They like this. Do it. Do it. Do it. Pop your. They like this. Was willst du? Autos, natürlich. Bitte schön. Ich brauche so eine Hebebühne oder so ein Zeug. Hast du so, wo Auto hinten kannst du nicht, ja. Ich habe doch hier Hallen. Hinten in der Halle. Ja, klar. So. Kann ich reinfahren? Auf jeden Fall. Korrekt. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann, mein Freund. Danke dir. Natürlich. Lass ich dir aufschließen direkt. Ja? Ich sag Kollegen Bescheid, soll ich aufschließen. Hüseyin, ja. Mach mal hier den Johnny die Halle bitte auf. Was wollt ihr hier? Ja. Was wollt ihr hier? Was wollt ihr hier? Weiß ich nicht. Was wollen wir denn hier? Erstmal. Ferret! Was geht? Oder Ferret ist da. Sind wir beim Torga, ne, und Schettin, weil du musst Freunde haben. Die anderen waren wieder neidisch, ne, der Junge muss warten, bis die Werkstatt fertig ist, kann man nicht mal in die Werkstatt, ne, geht man zu Torga, kein Problem, ne, cool, also, klar, mach mal klar, ja, dann haben wir ein bisschen Zeit, so, bis die ihre Autos hier machen. Das, den er gesehen hat, das war Schettin, der ist jetzt weg, der ist ein bisschen misstrauisch, du musst ja aufpassen, also nicht hier hinkommen und sagen, kennst du, ne, musst aufpassen, du kriegst direkt Ohrfeige wahrscheinlich. Aber egal, hast du mitgebracht, was ist denn das jetzt, brauchst du jetzt einmal los? Jetzt wollen wir dein Auto und Fahrwerk ein, Johnny. Ja. Du hast TH Technics, Sportdämpfer, in Verbindung mit Sportfedern, die wir gleich auch zeigen werden. Cool. Und dadurch erreichen wir halt erstens, dass das Auto tiefer ist, und zweitens eine sportlich straffere Fahrweise. Das heißt, das Auto wankt nicht mehr und sonst kannst du halt zügiger in den Kurven mehr Spaß haben, besseren Komfort. Ja, cool, dann machen wir. Super, machen wir. Haben wir schon mal runtergeholt. Und des Weiteren, bevor wir jetzt irgendwas anfangen zu zerlegen, prüfen wir erstmal eine Sichtprüfung halt. Ne? Hier Leitungen von der Bremse, ob die korrodiert sind. Hier sind die super schön, noch wie neu.
kein Anzeichen vom Flugrost oder sonst was. Am Dämpfer sehen wir hier schon selber, sehen Sie das? Dass der Anschlag hier, also die Schütztülle für die Kolbenstange, schon beschädigt ist. Die werden eh gleich gewechselt, kommen eh andere Dämpfer rein, unsere Sport-TH-Technics-Dämpfer in Verbindung mit schönen roten Tieferlegungsfedern. Bevor wir anfangen, müssen wir darauf achten, dass wir den Träger, hier die Achse, abstützen. Das machen wir am besten mit einem Getriebeheber. Und dann kann man anfangen und immer eine Seite erst zu Ende bauen, dann die nächste. Weil sonst wird die Achse runterhängen, dadurch wird er die ganzen Leitungen oder sonst was alles mitreißen. Und das wäre sehr, sehr gefährlich. So, jetzt fangen wir mal an. So. Das ist das Gerät. Der Gerät. Und das brauchen wir, deswegen müssen wir den zerlegen. Diesen Teller oben. Der Domlager kommt ja neu, das ist ja, wissen wir ja. Aber diese Teller für die Fixierung brauchen wir. Deswegen muss man den jetzt zerlegen. Okay. Das Ganze wird ja ersetzt, aber trotzdem nur deswegen muss man den zerlegen. Ja. Jetzt tun wir die Feder spannen. So, jetzt haben wir die Last hier weggenommen, wie man sieht. Jetzt kann man die Mutter lösen. Weil die ist jetzt nicht mehr auf Vorspannung, sondern gelöst. Hat nicht der Farbe, ihr löst die Schraube, da könnt ihr in Deckung gehen. Das wäre so ein Puff, eine selbstgebaute Bombe. So, jetzt kann man den hier lösen. Man sieht, der Domlager ist schon in Mitleidenschaft gezogen. Ne? So, Schraube, Dom. Lager, Teller. Und hier sieht man, der ist schon schwergängig. So, in dieser Reihenfolge bauen wir das Ding gleich wieder ein. Den können wir jetzt wieder entlasten. So, der erste ist schon zusammengebaut hier. Neuer Domlager drauf, wie ihr sehen könnt. Und das war das Teil, was wir halt beibehalten müssten vom alten Dämpfer, den wir auch deswegen zerlegt haben. Und wichtig ist, dass ihr hier die Nut habt, dass der auch da sitzt, wo der sitzt, da unten. Ja, und oben ist es soweit egal, weil der gar keine Nut hat. Splitterspanner, Spannung, Teller drauf, neuen Lager und den Dom selber nochmal, den Gummi rauf. Und dann kann man den schon wieder einbauen. Schlüssel an. Wir kriegen einen bestimmten Drehmomentangabe. In unserem Fall liegen wir hier bei ca. 90 Newton. Drehen wir den, bis er knackt. Ja. Was war das jetzt? Knacken? Ja, das ist, da gibt uns ein Zeichen, akustisches Zeichen, dass er auch fest ist. Genau. Okay. Dasselbe auf der anderen Seite. Cool, du schaffst das in 2 Stunden, ne? Na, wenn wir jetzt noch dabei geredet und so, können wir auch schneller mal richtig durcharbeiten, würde, aber trotzdem unter der Zeitangabe, die eigentlich der Hersteller vorschreibt und sowas. Wie viel schreibt der vor? Ich denke mal so an die 2, 2,5 Stunden. Ja, eine Arbeitszeit. Vielleicht 3 Stunden, je nachdem. Hier gibt es Fahrzeuge, die sagen zum Beispiel, da muss auf jeden Fall der Domlager mit neu. Keine Ahnung, Schrauben ersetzen, da waren diverse, Dehnschrauben dabei, die Leute, die das jetzt kennen. Und sollte man sich eigentlich immer vorher, sollte man sich informieren, ne? Und alle Schrauben kaufen und Domlager und alles, also so eine Liste haben, ne? Wo kriegt man sowas? Kann man da irgendwie gucken vorher?
Ja, für Autonormalverbraucher, sage ich mal, ist das schwierig. Ne? Nicht jeder hat ein Programm jetzt bei sich zu Hause. Mhm. Und dementsprechend an Fahrwerksteilen und Bremsanlagen nicht rangehen. Mhm. Erfahrung dran lassen. Das ist wie ein Airbag, ne? Das ist wie ein Airbag. Airbag Lenker ausbauen und Airbag dran. Mhm. Je nachdem, kein Sachkundiger, da kannst du mal nicht in die Hose gehen. Sind schon Leute gestorben, Genickbruch. So, hier, siehst du, Phil, guck mal hier, Phil. Kamera, siehst du? Da auch, ne? Kamera. Aber egal, sollen wir den sagen? Auf jeden Fall 2 Stunden, ne, hat es gedauert. Jetzt sind wir fast fertig, bevor wir runterlassen. Ne, ja. Jetzt, bevor wir runterlassen. Genau. Bevor ihr seht, ne, wie ein Lupe aussieht. Tief, ne? Tief. Tief, das war schön tief. Warum schaffst du das in 2 Stunden? Was ist los? Zurück? Ja, wir sind the Mac. The Mac is back. Immer, forever. Das heißt, halt Erfahrungswerte, ne? Wenn man 10 Jahre schon in dem Bereich drin ist, sich den Arsch aufgerissen hat, für die Technik interessiert und die diversen, sag ich mal, ja, die Erfahrungswerte auch hat in dem Bereich, was man tut, da kann man auch seine Zeit auch einplanen oder halt darunter stehen. Ja, super. Hast du jetzt, ich will ja keine Werbung machen, ne? Der macht eine Werkstatt in Brühlauf und für 2 Stunden, da ne, kriegt man sonst nichts, ne? Bei dir kriegt man das, oder? Wenn du deine Werkstatt aufhast, da seht ihr, ne? Ihr seht, weil man muss sehen. Seht ihr, wenn der Auto tiefer legt, hier, The Mac. Oder? Nimmst du noch Aufträge an oder hast du überhaupt... Klar, natürlich. Ja, ne? Wenn wir aufmachen, dann nehmen wir auf. Also ja, wenn sicher. Ihr in 2 Stunden ein richtig gutes Auto haben wollt, weil Stunden sind ja immer wichtig, ne? Die sich klar, auch natürlich. Mit 6 Stunden und wollen ja, viel sicher. Geld haben, ne? Aber dir geht, ne? So läuft klar, zack, kann man günstig alles hinkriegen, genau. Ist gar kein Problem. Gut. So, und jetzt die Premiere, ne? Jetzt tiefer legen. Schön tief. Ne? Schön tief. Tiefer legen. Schön tief. Ne? Tiefer legen. Schön tief. Ne? Geil, was?